Herzlich willkommen zu Europa im Dialog. Heute zu Gast der Journalist und Publizist Ari Rath, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Rath. Vielen Dank. Herr Rath, wir sind im Haus der Europäischen Union. Was bedeutet für Sie persönlich Europa? Als Israeli, also der schon seit meinem 14. Lebensjahr in Palästina und Israel lebt, bedeutet Europa für uns besonders viel, weil, ich weiß nicht, wie viele Leute das wahrnehmen, Israel eben von muslimischen Staaten umzingelt ist und wir müssen zum Beispiel Fußball in Europa spielen, was nicht einfach ist. Und auch andere Sport, Tennis und so weiter. Mit anderen Worten, das isolierte Israel im Nahen Osten hat eine ganz besonders wichtige Verbindung mit Europa. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als wir noch in den 50er Jahren eben versucht haben, langsam auch in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft da reinzukommen. Es war nie einfach, aber wie gesagt, Europa war und ist für das kleine Israel eigentlich eine wichtige Heimat. Ist es diese Heimat in einer gewissen Weise? Sie war es ursprünglich in ihrer Kindheit für Sie? Ja, das kommt dazu natürlich. Ich bin ja in Wien, in dieser Stadt geboren, vor 91,5 Jahren, am 6. Jänner 1925, ja. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass unser Vater immer in den 20er, 30er Jahren vom Frieden gesprochen hat, von der schönen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das war so ein Begriff, mit dem wir aufgewachsen sind. Aber nicht zu vergessen, ich bin auch in Wien des Austrofaschismus aufgewachsen. Für mich ist der Bürgerkrieg von 1934 ein ganz klares Gedächtnis. Kann mich wie gestern erinnern. Wir hatten eine wunderbare Lehrerin in der Schubertschule in der Grünen Torgasse. Dasselbe Haus steht noch heute da. Und am 12. Februar hat sie uns in der Früh gleich nach Hause geschickt, denn es war Generalstreik, war keine Elektrizität, keine Heizung. Und wir sind dann, wer die Gegend kennt, von der Grünen Torgasse rauf zur Porzellangasse. Und dort ist schon von Pferden gezogene Artillerie aufmarschiert. Und wir haben ganz deutlich gehört, wie man den Karl-Marx-Hof und andere Gemeindebauten bombardiert hat. Und für mich noch als ziemlich junges Kind war das kein leichtes Erlebnis. Ja? Natürlich nicht zu vergessen, dass am Tag des Anschlusses im März 1938 in Wien allein noch 180.000 jüdische Bürger gelebt haben. 10% der Bevölkerung. In ganz Österreich waren es 195.000. Denn es gab und gibt irgendwie heute noch dieses Art jüdisches Syndrom,
dass man versucht, das Schlimmste zu verdrängen. Uns kann nichts passieren. Und damit ist auch zu erklären, dass obwohl Hitler schon 5 Jahre an der Macht war und es den Autofaschismus gegeben hat. Und Sie haben das in Ihrem Buch auch sehr anschaulich geschildert, nämlich wie Sie in der Schule waren mit der sogenannten Judenklasse, die es schon gab. Das war übrigens ein Beschluss, ein Erlass vom damaligen Unterrichtsminister Schuschnigg vom 4. Juli 1934. Und dieser Erlass hat so gelautet, dass in sämtlichen Gymnasien, nicht in Hauptschulen, wo es genug Schüler und Schülerinnen gäbe für Parallelklassen, soll die erste A für die katholischen Schüler sein und die erste B für die anderen. Aber die anderen waren wir, die Juden, denn die wenigen protestantischen Schüler waren eben in der Christenklasse. Ja. Und das war ein Erlass von Schuschnigg als Unterrichtsminister. Ja. Derselbe Schuschnigg, der dann nach der Ermordung von Dollfuß eben Bundeskanzler wurde und auch die ostmärkischen Sturmscharen gegründet haben. Ihre familiären Wurzeln sind ja, wenn man das so sagen will, sehr wirklich ganz österreichisch, weil Ihre Eltern stammen aus Galizien. Aus Galizien, ja. Ich habe vor etlichen Jahren auch in dem ehemaligen Ort meiner Eltern in der Nähe von Lwów oder Lemberg auf Deutsch. Ja, genau, ja. Also meine Großmutter mütterlicher Seite hat in Stryj gelebt, das ist auch heute in der Ukraine. Und unser Vater, er kam aus Kolomea. Und er war dort in einem deutschen Gymnasium und hat auch ein deutsches Gymnasium dort absolviert, musste dann einrücken. Hat ihm erzählt, wir mussten da antreten und es wurde gefragt, ja, wer kann das lesen und so. Hat sich gemeldet, in den ersten Stock alle Toiletten säubern und so weiter. Und er war dann im Kriegsministerium, er war nie besonders körperlich stark, aber schon als Kind war für mich eigentlich Wien auch ein Teil des Habsburger Reichs und ein Teil Europas. Und bis heute noch. Aber leider wissen wir, dass Europa jetzt immer mehr nach rechts rückt. Nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern. Und wir müssen sehr wachsam sein. Ja. Sie überblicken viele, viele Jahrzehnte. Und wenn Sie jetzt sagen, dieser Rechtsruck, der Ihnen eigentlich aus der Kindheit ja schon sehr bekannt ist. Es ist jetzt vielleicht in einer anderen Form. Ja. Aber aus Ihrer Lebenserfahrung, worin sehen Sie die Wurzeln für diesen Rechtsruck, der sich da in Europa breit macht? Ja, das ist keine leichte Frage, aber es ist im Grunde genommen der Fremdenhass, den es immer gegeben hat. Und ich sage öfters, da jetzt in Wien im Ganzen, glaube ich, 12.000 jüdische Bürger leben, ja, anstelle den 180.000. Ja. Ja, es gibt eben den Antisemitismus ohne Juden. Ja. Und das ist der Fremdenhass. Und der wird immer schlimmer und gefährlicher.
denn wir wissen, was in den letzten Monaten auch vorgegangen ist. Und leider wissen wir auch, dass jetzt bei den letzten Präsidentwahlen, die jetzt noch in der Luft schweben, wer weiß, was da noch rauskommen wird, aber Tatsache ist, dass die Hälfte der Österreicher für die Strache-Partei gewählt haben. Ja. Und das soll uns alle zum Denken. Und leider haben wir auch jetzt in Israel eine Rechtsregierung, über die ich sehr kritisch bin. Hm. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, dass Herr Strache offiziell von der konservativen Likud-Partei des Premierministers Netanyahu nach Israel eingeladen war. Du warst doch eine offizielle Einladung. Ja, es gibt den Brief. Hat große Diskussionen ja gegeben, medial auch. Herr Strache wurde offiziell von der Likud-Partei, es gibt auch, kann man nachschauen im Internet, heute kann man ja alles immer nachschauen. Und soweit so, dass eben die konservative Partei von Herrn Netanyahu, dessen Politik ich auch sehr kritisch bin, weil er eben keinen friedlichen Ausgleich mit den Palästinensern anstrebt. Und die haben ihn eingeladen. Über die Situation, die aktuelle in Israel, werden wir auf alle Fälle noch sprechen. Ja, ja. Aber noch einmal zurück zu Europa und dieser Rechtsruck. Also Sie nennen signifikant der Fremdenhass als eigentlich die Wurzel, die dafür verantwortlich ist, dass dieser Rechtsruck passiert. Aber Sie sagen auch, den hat es immer gegeben. Nur was wären aus Ihrer Sicht die Lösungen? Was müsste in Europa sich ändern, damit eben diese Vorurteile und dieser Fremdenhass in irgendeiner Weise, möchte nicht sagen bekämpft, sondern gelöst wird? Ja, ich kann nur daran erinnern, dass, nehmen wir Wien alleine, Wien ist eine multiethnische Stadt mit einem ziemlich großen Anteil von türkischen, heutigen österreichischen Bürgern, die im Laufe der Jahre hergekommen sind und sehr viel für den Aufbau dieses Landes getan haben und bis heute auch tun. Aber wie gesagt, dieser tief verwurzelte Fremdenhass, der die Rolle des Antisemitismus eingenommen hat, ist leider noch immer da und wird auch stärker. Und das ist eine sehr große Gefahr, meiner Meinung. Nicht nur meiner Meinung. Und über die man wirklich sehr wachsam sein muss. Aber wie gesagt, Wir haben ja gerade jetzt vor kurzem erst in Wien erneut eine Demonstration gehabt, wo es auch zu Ausschreitungen kam. Die sogenannten Identitären sind da aktiv. Wenn man sich deren Programm ansieht, dann klingt das ja alles mal unter Anführungszeichen noch sehr harmlos, nicht? Sie setzen sich, verwenden auch den Begriff Europa ein, Europa als Heimat. Aber wenn man dann ein bisschen näher hineinsieht, dann merkt man genau diese Tendenzen, die Sie beschrieben haben und auch die Verflechtungen, die dann, was weiß ich, zur Pegida oder AfD oder Le Pen bestehen, die dann so ein mit ganz denen, anderes mit denen Europa Herr Strache zeigen. Jetzt vollkommen zusammen ist. Ja. Und derselbe Herr Strache mit seiner Partei, wenn Sie sich die
die österreichische Karte anschauen nach den Wahlen, ja. Das war alles blau. Ja. Bis auf einzelne Städte, ja. Die dann, die eigentlich mehr Erfahrung mit dem Fremden oder mit ja. den neuen, der neuen Generation und Mitbürgern haben. Und das ist eben meiner Meinung nach die große Gefahr, die jetzt besteht, dass eben das Europa, das frei und liberal sein sollte, immer mehr nach rechts rückt. Macht Ihnen das Angst? Nicht Angst, ich habe vieles im Leben erlebt, aber es besorgt mich sehr. Ja. Und ich sage immer, zwischen Herrn Strache und Herrn Netanyahu müsste ich mir irgendeinen anderen Ort wählen, um auszuwandern. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mit denen sein würde. Ja. Ja. Wenn wir uns Ihren Lebensweg ansehen, dann hat der die große Überschrift Flucht. Sie sind aufgewachsen in Wien, Sie sind ganz, ganz jung, dann eben geflüchtet, 38, und nach Israel. Und dort haben Aber es war jetzt noch Palästina. Palästina. Ja. Sie sind, haben beim Aufbau eines Kibbutz geholfen, mitgearbeitet. Ja. Und wenn wir uns die Situation und die Entwicklung Israels etwas ansehen, diese damals sozusagen die Perspektive für die Juden, die heimatlos sind, einen Staat zu schaffen, die eigentlich eine große Perspektive gab oder war, aber enormes Konfliktpotenzial hatte. Wir aus der Ferne beobachten ja immer nur den Konflikt. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass schon der Gründer des Zionismus, der ja auch in Wien aufgewachsen ist, Theodor Herzl, obwohl er in Ungarn geboren ist, für ihn war damals schon ganz bewusst, dass das ein Land ist, wo auch Nicht-Juden leben. Und ein historischer Fehler von Theodor Herzl war, dass er seine Losung war, einem Volk ohne Land, ein Land ohne Volk. Also, dass wir Juden ohne Land waren, das hat gestimmt. Aber schon damals im türkischen Palästina, was es damals war, das war eine falsche Behauptung. Denn es gab schon damals zumindest eine Viertelmillion, man hat sie damals Araber genannt und nicht Palästinenser, schon von Anfang an. Und wir hatten, wenn man sich die Geschichte des Aufbaus noch des jüdischen Palästina anschaut, waren jede 6, 7 Jahre waren Kämpfe und war Bürgerkrieg. Ja. Bis dann bis die Engländer sich zurückgezogen haben und bis die Vereinten Nationen den Teilungsplan adoptiert haben am 29. November 1947. Und interessant ist, das ist nicht sehr bekannt, vor 2, 3 Jahren war der Präsident der Palästinenser, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, hier in Wien zu Gast, auch im Kreisky-Forum. Und er hat dort erklärt, dass seiner Meinung nach es ein großer Fehler war, dass die Palästinenser, die Araber damals den Teilungsplan
abgelehnt und bekämpft haben. Weil sie hätten ja damals auch von den Israelis auch einen größeren Landteil zugesprochen bekommen. Ja, genau. Und die Teilung wäre viel günstiger für die Palästinenser gewesen. Und dann kam der sogenannte Sechstagekrieg von 1967, den wir bis heute kämpfen. Und Israel, das kleine Israel, wurde zu einer Besatzungsmacht. Mhm. Und das bis heute ist auch die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten meiner Meinung nach auch sehr gefährlich. Und leider hat Herr Netanyahu, nimmt er das nicht genug zur Kenntnis, was ziemlich schlimm ist. Und er hat sogar auch, wie bekannt, gegen Präsident Obama ist er über seinen Kopf in den zum amerikanischen Kongress und Senat gegangen, um den amerikanischen Präsidenten zu überstimmen. Alles Dinge, die nicht vorkommen dürfen. Ja. Und so sind wir, wie man zu guten Deutsch sagt, zwischen dem Regen und der Traufe. Oder auf Englisch sagen, between a stone and a hard place. Und das ist leider unser Schicksal. Und es ist nicht leicht, mit diesem Schicksal zu leben. Aber wir müssen es tun. Ja. Die Bemühungen, die Friedensbemühungen, die ziehen sich ja seit dieser Zeit dann die Oslo-Verträge und dann viel später bis in die heutige Zeit. Aber es ist durchrüttelt, das Land zwischen den Palästinensern und den Israelis. Also und die ganzen Vermittlungsbemühungen, die immer wieder stattfinden, durch Europa, durch die Amerikaner, durch die Russen, lassen manchmal Hoffnung schöpfen, aber dann auch wieder nicht. Wie schätzen Sie die Perspektive zurzeit ein? Wird es irgendwann Frieden geben? Sie haben einmal gesagt, ich würde mir wünschen, es noch zu erleben, oder? Ja, das sage ich heute noch. Aber wie gesagt, leider, sehr bedauerlich, ist die Politik der heutigen Regierung in Israel meiner Meinung nach gefährdet diese Politik die Zukunft des Landes. Denn man kann nicht auf die Dauer über zumindest eine 500.000 Menschen gegen ihren Willen herrschen. Und wenn man sich auch überlegt, dass gerade das jüdische Volk, das so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte von Verfolgung gelitten hat, selbst betroffen war, dass wir jetzt eine Besatzungsmacht sind. Das ist etwas unvorstellbar. Und leider, wie gesagt, nehmen das nicht Leute nicht genug wahr. Ja. Mich hat vor 2 Jahren hat Papst Franziskus in die Vatikanischen Gärten sowohl Peres als damals Präsident und Abbas eingeladen zu einem Gebet. Gar nicht unter der Motivation, groß zu vermitteln, sondern einfach einzuladen, nach seinem Besuch in Israel zu beten. Mich haben die Bilder unglaublich berührt. Auch wie sich die beiden, doch auch älteren Herren, umarmt haben. Das war sehr. Ich will dann auch hinweisen auf den Papst Pius, ich sage immer Kardinal Wojtyla, also. Ja, Papst Johannes Paul II. Johannes Paul II. Er hat Jerusalem besucht und natürlich die heiligen Städte, die Grabeskirche, die Geburtskirche in Bethlehem und auch die Moscheen und auch die Klagemauer, die eigentlich ein Rest
der äußeren Mauer des ehemaligen Tempels ist. Und es gibt diesen Brauch, dass Leute einen kleinen Wunschzettel zwischen diesen Felssteine legt. Und Papst Johannes Paul ging zur Klagemauer, hatte einen vorbereiteten, gedruckten Bogen, auf, so wie ich mich erinnern kann, auf Englisch, Hebräisch und Lateinisch, und hat den in die Klagemauer gesteckt, also als Wunschzettel. Und dort hat der Papst sich entschuldigt für alles, was die katholische Kirche im Laufe der Jahre dem Judentum angetan hat. Was ein wirklich ein ganz tapferer, einzigartiger Schritt war. Und das hat auch viele tausende Menschen einen enormen Eindruck hinterlassen. Aber ich fürchte, dass es trotzdem den Antisemitismus und den Judenhass und heute Fremdenhass leider nicht beseitigt hat. Ja, das sind kleine Gesten. Ja, das war eine wichtige Geste, aber eben leider nicht genug. Und das ist das große Problem. Und ich zitiere immer beim Staatsbesuch von Vranitzky in Israel, als noch der leider ermordete Ministerpräsident Rabin unser Premierminister war. Da gibt es so eine Gedenkstätte in Yad Vashem und für den Holocaust. Und am Ende gibt es ein Buch, wo sich Gäste eintragen. Und wenn man da rauskommt, dann gibt es ein besonderes Gedenkmal mit Kerzen für 1,5 Millionen jüdische Kinder, die ermordet wurden. Und Vranitzky hat damals reingeschrieben, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wir müssen wachsam sein. Und leider stimmt dieser Satz bis heute noch, mehr als wie zuvor. Sie haben eben gerade angesprochen, die Entschuldigung für die Gräueltaten, die am jüdischen Volk passiert sind. Die Vergangenheitsbewältigung oder das Bekenntnis, da haben ja die unterschiedlichen Staaten, die intensiv davon betroffen waren oder Verursacher wie Deutschland und Österreich, unterschiedliche Vergangenheitsbewältigungen. Sehr unterschiedlich. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch vor allem eben auch, dass doch Adenauer da eine ganz, ganz wesentliche Figur war, der schon sehr früh und auch viel, viel früher als Österreich da ein klares Bekenntnis abgelegt hat. Ja, mit Österreich war es immer sehr problematisch, denn das ist wichtig, meiner Meinung nach zu erwähnen, dass Österreich viele, viele Jahre an die sogenannte erste Opfertheorie geglaubt hat. Und die erste Opfertheorie, deren historischen Wurzeln, stammt aus der sogenannten Moskauer Erklärung von 1943, in der die drei Außenminister, amerikanischen, britischen und französischen, eben festgestellt haben im ersten Teil, dass Österreich das erste Opfer der Aggression oder Aggressionspolitik
von Hitler war. Ja. An das können sich alle erinnern. Aber es gibt auch einen zweiten Teil derselben Moskauer Erklärung, der auch damals vorgelesen wurde. Und den denkt man leider nicht bis heute. Und dort steht, man darf aber nicht vergessen, dass Tausende und Abertausende Österreicher in der Nazi-Wehrmacht gedient haben und dann auch sehr schlimmen Gräueltaten teilgenommen haben. Und man sagt ja manchmal auch, die waren besonders gründlich oder passioniert. Leider, also, im negativen Sinn. Sind eine ganze Reihe von berüchtigten Nazis Österreicher gewesen. Schon nicht von Herrn Hitler selbst aus Braunau zu sprechen. Eichmann, Kaltenbrunner und es gibt eine ganze Reihe. Und das wird leider bis heute hier zu viel verdrängt. Wird nicht genug darauf hingewiesen. Und das hat auch seine Folgen. Ich gehe sehr viel in Schulen, ich bin ein Mahner. Obere Klassen und es ist unglaublich, dass viele, wenn ich frage, sagt euch der Name Eichmann etwas? Steht vielleicht ein Schüler auf, Ausnahme. Und da sagt die Lehrerin, ich spreche von Klassen vor der Matura, ja, in der 7. Klasse. Da sagt die Lehrerin, die zuständig ist für politische Erziehung, wir sind noch nicht dazugekommen. Ja. Die Frage ist, wann? Ja. Und ihr dürft nicht vergessen, viele von euch können sich noch erinnern, dass man hier in die Schule gegangen ist und die Geschichtsbücher haben da aufgehört bei Franz Josef oder manchmal bei Maria Therese. Also auf jeden Fall sehr wenig oder fast nichts, ja, über was in diesem Land geschehen ist. Und ich fürchte, dass es bis heute noch fehlt. Und diese Lücke in der Erziehung hat auch damit zu tun, dass eine Partei mit einem rassistischen Gedankengut wie die Strache-Partei fast die Hälfte der Stimmen bei der Präsidentenwahl gewonnen hat. Ja. Und wer weiß, was bei den nächsten Nationalratswahlen noch geschehen kann. In meiner Schulzeit in den 80er Jahren, nicht gerade die derzeit war die Waldheim-Affäre, beziehungsweise dann 50 Jahre Gedenken des Anschlusses, 88, da hat schon eine gewisse Auseinandersetzung in Österreich und auch ein Umdenken stattgefunden. Seitdem ist auch wieder viel Zeit vergangen. Ja. Und die Zeitzeugen sterben aus. Was denken Sie für diese Erinnerung, dieses Mahnen auch aus der Vergangenheit zu lernen, was müsste man da heute intensiver tun, wenn Sie sagen, da sind Versäumnisse? Nicht nur in der Entschuldigung, sondern auch im Erinnern. Na, Entschuldigung kann es nicht geben, oder? Gibt es. Wieso etwas? Eine Gutmachung kann es nicht geben. Wissen Sie, es gab ja ein, schon 1952, ein Wiedergutmachungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel. In die Initiative von Konrad Adenauer. Und da haben wir in Israel gesagt, wenn man in Wien geboren ist, das kann man nie wieder gut machen. Das war halb im Spaß, aber auch im Ernst. Es hat
jahrzehntelang gedauert. Und wie Sie haben es ja erwähnt, erst infolge der sogenannten Waldheim-Affäre, der Causa Prima, hat Österreich erst angefangen, sich langsam zu versuchen, mit seiner wahren Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und je länger man gewartet hat, desto schlimmer sind dann die Folgen. Ja. Und das fehlt, ich fürchte, bis heute. Wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert, wie viel hat man euch da erklärt, was nach dem Anschluss war? Und wenn man sich da vorstellt, wie wir als Juden über Nacht wurden wir vom Menschen zu Unmenschen erklärt. In der ersten Woche alleine nach dem Anschluss haben zumindest 80 oder 90 Ärzte, Rechtsanwälte und Universitätsprofessoren Selbstmord begangen, weil für sie war das Leben irgendwie zu Ende. Und was auch ziemlich schlimm ist, es gibt eine Statistik. Wir wissen ja, dass es da sehr viele sogenannte Einsatzkommandos gegeben hat in den verschiedenen Konzentrationslagern. Und obwohl Österreich, die kleine Ostmark, nur 10% der Bevölkerung des Deutschen Reichs war, waren ein Drittel dieser Einsatztruppen und mit denen, unter denen die schlimmsten Mörder waren Österreicher. Ein Drittel. Und das ist bewiesen, denn es gab ja auch Dokumente, und die das bewiesen haben. Muss ich fragen, warum gerade in Österreich ist das, weil Österreich katholischer ist, man muss sich das bis heute überlegen. Haben Sie eine Antwort darauf? Nein, leider nicht. Ich fürchte, es ist, hat mit der Tatsache zu tun, wie gesagt, dass die Neigung, also das katholische Österreich mehr zum Antisemitismus geneigt hat. Und wie gesagt, da hat man sich jahrelang unter dieser ersten Opfertheorie versteckt, buchstäblich. Ja. Sie haben vorher Adolf Eichmann erwähnt. Dem sind Sie in Ihrem Leben zweimal begegnet. Das erste Mal, wie Sie auf der Flucht waren. Nur noch nicht. Das erste Mal, das war ganz wichtig, denn man musste sich Stunden und Tage lang anstellen, um einen gültigen deutschen Reisepass zu bekommen. Übrigens mit einem roten J für Jude. Das war keine Forderung der Gestapo, sondern eine Forderung der lieben Schweizer. Die sagten, wir sind neutral, ihr Österreicher könnt kommen, oder ihr Deutschen könnt kommen, aber eure jüdischen Immigranten wollen wir nicht haben. Deswegen bitte ein großes rotes J für Jude. Und wir haben uns dann, eines Tages wurde uns mitgeteilt, dass in einem Rothschild-Palais auf der Welle, gegenüber dem Belvedere, wo heute die Arbeiterkammer ist, eine Auswanderungsstelle für Juden eröffnet wird. Es war eine geniale Idee, wenn man sich am
Abend vorher angestellt hat, kam man in einen Raum ungefähr so groß wie dieser Raum. Und anstelle, dass wir in die verschiedenen Ämter gehen, wurden wir wie auf einem Fließband abgefertigt. Und am Ende, auf einem so Podium, wo ich sitze, saß ein SS-Offizier und musste den Pass bestätigen. Und das war Herr Adolf Eichmann. Und das war auch seine Idee, so viele Juden so schnell wie möglich aus Österreich rauszubekommen. Was auch gestimmt hat, und das ist eines der großen Paradoxa, dass von allen Ländern, die unter der Nazi-Herrschaft waren, die größte Zahl von jüdischen Bürgern, die noch rechtzeitig auswandern konnten, über Italien, über Jugoslawien, war Österreich. Am Tag des Anschlusses, wie gesagt, waren ungefähr 195.000 jüdische Menschen in Österreich. 65.000 sind leider ermordet worden, aber zwei Drittel konnten noch rechtzeitig auswandern, von Chile bis Shanghai. Und das ist interessant, dass das möglich war. Aber wie gesagt, die Österreicher waren immer sehr fleißig, wenn es mit zum Juden- und Fremdenhass gekommen ist. Und das ist eine Tatsache, die wir alle uns auch heute noch überlegen sollen. Eichmann sind Sie dann später, wie Sie für die Jerusalem Post gearbeitet haben, wo Sie ja mehr als drei Jahrzehnte tätig waren, dann eben wieder begegnet, Anfang der 60er Jahre. Ja, bei der Eröffnung des Prozesses gegen Eichmann, da ist er in einer kugelsicheren Zelle, so Glaszelle, denn man hat gefürchtet, dass ehemalige Opfer sich an ihm rächen würden. Und er stand da mit schwarzem Anzug, weißem Hemd, dunkler Krawatte, Hornbrillen, wie ein Postbeamter aus Amstetten. Und jedes Mal, wenn der oberste Gerichtshof, wir hatten drei Richter, und die waren alle drei ursprünglich aus, haben noch Jus in Deutschland gelernt, konnten auch Deutsch, aber es wurde alles auf Hebräisch geleitet. Und er ist jedes Mal aufgestanden und sagte, im Sinne der Anklage nicht schuldig, im Sinne der Anklage nicht schuldig. Und wir hatten, das war auf Kosten des Staates Israel, hatte einen deutschen bekannten Rechtsanwalt bekommen, einen Servatius, der auch einen israelischen Rechtsberater beschäftigt hat, um sich eben mit dem israelischen Gesetz auch bekannt zu machen. Wie ist es Ihnen da persönlich gegangen? Sie haben berichtet für die Zeitung als Journalist, ja. Aber als Mensch, ich habe keine Bezeichnung. Ja, es war ein. Wofür er auch verantwortlich war, was er verursacht hat oder auch unterstützt hat. Natürlich. Haben Sie etwas wie persönliche Wut empfunden, wie Sie ihn sahen und er nicht schuldig spricht? Ich muss sagen, keine persönliche Wut natürlich, aber eben
es war irgendein Schmerz, aber andererseits war ich irgendwie stolz, dass der Staat Israel trotz allem diesem Herrn Eichmann einen richtigen Prozess gemacht hat. Und er konnte auch gegen das Todesurteil widerrufen. Und ich werde nicht vergessen, ich war auch vor einem halben Jahr eingeladen nach Buenos Aires. Und dort ist eben diese Straße, wo Herr Eichmann unter dem Decknamen Roberto Clemens mit falschen Papieren, die ihm das Rote Kreuz und der Vatikan, wie vielen, noch vielen, vielen Hunderten, wenn nicht mehr, immerhin Nazis ausgestellt hat. Und der israelische Geheimdienst, der Mossad, war ihm irgendwie auf der Spur. Und sie wollten sich vergewissern, dass sie sich nicht irren. Und sie wussten, dass an einem bestimmten Tag Veronika Eichmann, nicht Veronika Clemens, Geburtstag hatte. Und er hatte in Buenos Aires dort in einer Daimler-Fabrik gearbeitet. Und an diesem Tag kam er mit dem Bus zu dieser Haltestelle, nicht weit von seinem Haus, und trug einen Blumenstrauß für Veronika Eichmann. Und das war der letzte Beweis. Und dann haben der Mossad ihn festgenommen und ihn nach Israel gebracht. Und der Prozess hat monatelang gedauert. Ja. Es gab dramatische Szenen, dass ehemalige Opfer, die ausgesagt haben, im Gerichtssaal ohnmächtig wurden. Aber es war ganz wichtig, dass wir das getan haben. Und er war der einzige Mensch, der gemäß dem Gesetz, das wir haben, gegen Genozid auch erhängt wurde. Aber schmerzlich, also auch wenn es Genugtuung war, dass der Prozess stattfand, aber schmerzlich, auch menschlich gesehen, es gab ja keinerlei Schuldeingeständnis von ihm, kein Anzeichen davon. Ja, eigentlich nicht, aber er ist nicht der Einzige. Ja. Wenn sich die Nürnberger Prozesse anschauen und die Leute, die dann Selbstmord begangen haben, von Göring und Himmler und so weiter, es war ein fürchterliches Geschehen. Und eines der, würde ich fast sagen, Wunder der Geschichte, dass schon viele, viele Jahre die Bundesrepublik Deutschland gleich nach den Vereinigten Staaten von Amerika der wichtigste Verbündete des Staates Israel ist. Es ist unglaublich in aller Hinsicht.
was Waffen betrifft und auch Aufbau. Es gibt übrigens, wenn man sich da ein bisschen mit der Geschichte befasst, hat eigentlich der Nationalsozialismus und Hitler direkt und indirekt etliche Male an dem Aufbau vom jüdischen Palästina und des Staates Israel beigetragen. Inwieweit? Das erste war, dass Mitte der 30er Jahre, 36, Hitler hatte damals seinen Finanzminister Hjalmar Schacht, der bekannt war, und die hatten damals beschlossen, ein sogenanntes, das hebräische Wort Havara, das heißt eigentlich Transferabkommen mit den Vertretern der Jewish Agency in Palästina zu unterschreiben. Und demgemäß konnten Juden aus Deutschland, die nach Palästina ausgewandert sind, einen, sagen wir, 20% ihres Vermögens in deutschen Maschinen in Palästina erwerben. Und so hat eigentlich schon damals Hitler indirekt daran geholfen, den Staat aufzubauen. Und dann, wie schon erwähnt, kam 1952 das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen. Demgemäß der Staat Israel viele Milliarden von Reichsmark in Gütern bekommen hat. Und das hat wesentlich zum Aufbau des jungen Staates beigetragen. Das sind solche Paradoxa, aber die darf man nicht verdrängen. Und das heute, kann ich nicht genug betonen, die Bundesrepublik Deutschland, gleich nach den Vereinigten Staaten, der wichtigste Verbündete des Staates Israel ist eigentlich unglaublich, aber es ist so. Es gibt sogar ein Abkommen, das zweimal im Jahr die Regierung, das Kabinett, das deutsche und israelische Kabinett zusammen tagen. Einmal in Jerusalem und das andere Mal in Berlin. Das klingt ein bisschen fast fantastisch, aber es ist da, es stimmt. Und das Deutschland, das wirklich so viele Jahre auch macht, ist unglaublich. Und leider hat es bei den Österreichern viel länger gedauert, bis man auch hier eigentlich infolge der sogenannten Waldheim-Affäre sich mit der Nazi-Vergangenheit dieses Landes auseinandergesetzt hat. In Ihrer journalistischen Tätigkeit, da haben Sie natürlich die Entwicklung des jungen Staates Israel beobachtet, berichtet, aus der Nähe mitbekommen, aber Sie haben ja auch eine kurze Unterbrechung gemacht und sind für den Staatspräsidenten tätig gewesen. Nein, für Ben-Gurion, für den Staatsgründer. Ja, das war eine
Da war eine Spaltung in der Arbeiterpartei und Ben-Gurion, der Staatsgründer und Premierminister, war in der Opposition, und da mich kannte, wurde ich gebeten, dass ich sein Sekretär oder Mitarbeiter bei diesem Wahlkampf 1965 sein soll. Das war ein einzigartiges Erlebnis. So jeden Tag, jeden zweiten Tag lange Strecken mit Ben-Gurion zu fahren und mit ihm zu sprechen. Es war wirklich unglaublich. Ich hatte auch, war dann mit ihm auch in dem Kibbutz, in Debocher. Es gibt auch ein Foto, glaube ich, im Buch, wo ich da mit Ben-Gurion stehe. Ja, das. Aber Sie waren selbst auch dabei, wie es eben zu historischen Momenten kam, wie er in Washington bei Eisenhower war. Ja, bei Eisenhower, und was noch wichtiger war, eben ein Begegnungstreffen mit Adenauer im Waldorf Astoria Hotel. Und das ist eine Geschichte. Ich hatte immer ein Prinzip, dass ich mich als Journalist nicht nach Vorschriften zu sehr gehalten habe. Ja. Und es wurde uns gesagt, dass wir schon um 9 Uhr früh im Waldorf Astoria Tower dort, wo sie sich getroffen haben, einfinden sollen. Aber ich wusste, ich habe genug Zeit, denn das Treffen ist erst um 10 Uhr. Und ich kam da an. Ich wusste, dass Ben-Gurion war am 37. Stock und Adenauer war am 35. Stock in der sogenannten Presidential Suite. Und ich bin einfach darauf gefahren, zu dem Stock, und hörte noch, wie sein Bürochef, der nachher auch unser fünfter Staatspräsident war, Yitzhak Navon, ich höre nur, sie sprechen Hebräisch, und Ben-Gurion sagt auf Hebräisch, Hameshot, also 500. Und Navon sagt, das ist zu viel. 250, die haben eine halbe Milliarde oder eine Viertelmilliarde gemeint, dass sie von Adenauer bitten werden. Und letzten Endes hat Ben-Gurion das Adenauer, es gibt ein interessantes Protokoll dieses Treffens, das auch in zwei Büchern verewigt ist, wo Adenauer ihm sagt, wir werden Ihnen helfen. Und Ben-Gurion wusste, dass es in 2-3 Jahren auch das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen zu Ende sein wird. Und es war ihm wichtig, eine fortgesetzte Anleihe, Entwicklungsanleihe. Und das hat er von Adenauer erreicht. Und etwas, was man lange nicht wusste, da gab es auch ein ganz geheimes Abkommen, noch mit Adenauer, über Waffenlieferungen der Bundesrepublik Deutschland nach Israel, schon damals. Zur Unterstützung. Ja. Waffen spielen heute in Israel immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Ja, leider. Und Sie leben ja jetzt erst seit kurzer Zeit wieder teilweise in Wien, in Österreich. Aber Sie sind sehr, sehr viel nach wie vor eben in Israel, in Jerusalem. Ja, und Wie erleben Sie den Terror, der in Israel eigentlich Alltag ist? Ja, es ist sehr schlimm. Wir hatten auch
vor etlichen Tagen waren in einem sehr populären so Kaffeehaus, da saßen zwei Palästinenser, Cousins, angezogen wie junge Rechtsanwälte. Und sie sind auf einmal aufgestanden, hatten ihre Karl-Gustav-Maschinenpistolen bei sich und haben einfach wild rumgeschossen und Leute getötet. Also es ist sehr schwierig, aber wie gesagt, wir müssen unbedingt so bald wie möglich einen friedlichen Ausgleich mit den Palästinensern finden. Und deswegen bin ich auch sehr kritisch über die Siedlungspolitik von Herrn Netanyahu. Leider. Also die Siedlungspolitik oder die Konsequenzen und die Wirkungen. Ja. Ich hab vor wenigen Tagen einen Fernsehbericht gesehen über zwei palästinensische Schüler, nämlich zwei Buben, einen 9- und einem 11-Jährigen, ja. die beide beschlossen haben, israelische Soldaten zu töten. Mhm. Sie sind nach der Schule, haben sie Messer in ihre Schultasche gepackt und sind zum Checkpoint gegangen mit dem Vorhaben, das auch wörtlich gesagt, einen Soldaten zu erstechen, aus Rache. Und es ist zum Glück verhindert worden und es ist weder den Soldaten was passiert, noch den beiden jungen Buben. Aber der 11-Jährige wurde dann befragt, was ihn denn dazu bewogen hat. Und er hat gesagt, ich sehe immer im Fernsehen, nämlich das Hamas-TV, ja, wie über Märtyrer gesprochen wird. Ich wollte als Märtyrer sterben. Deshalb bin ich zum Checkpoint gegangen, um den Soldaten zu erstechen. Ich wollte mich rächen. Ja. Da wird Hass geschürt. Das stimmt leider. Aber denn man muss irgendwie verstehen, dass diese Jungen sich in einer quasi Sackgasse sehen. Denn solange wir die Siedlungspolitik fortsetzen und solange es keinen friedlichen Ausgleich gibt, das schürt den Hass mehr und mehr. Und deswegen müssen wir alles tun, meiner Meinung, um den friedlichen Ausgleich anzustreben. Dieses Beispiel dieser beiden, ja, jungen Burschen ist ja sehr extrem, aber von den Terroranschlägen, die durch Palästinenser verübt werden. Ja, wenn diese zwei da, die in Tel Aviv. Ja, sind es zum Großteil ja eher junge Menschen, die hoffnungslos sind. Ja. Das und sie können nur Hoffnung bekommen, wenn auch die Palästinenser spüren werden, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben. Mhm. Und solange sie in einer politischen und seelischen Sackgasse sind, das schürt eben den Hass immer mehr. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ich möchte Fragen des Publikums berücksichtigen und mit einer beginnen. Herr Rath, fühlen Sie sich... Das sind alles Fragen? Ja, ich werde... Keine Sorge, wir werden... Nein, ich habe keine Sorge. wir werden sozusagen die wichtigsten herausgreifen. Herr Rath, fühlen Sie sich mehr als Österreicher oder als Israeli
oder in Kenntnis von Ihnen drehe ich es um, fühlen Sie sich mehr als Israeli oder als Österreicher? Auf jeden Fall Israeli, ich sage immer, ein Israeli mit Wiener Wurzeln, das bin ich bereit anzuerkennen. Auch wenn ich jetzt einen erheblichen Teil meiner Zeit in Wien verbringe, meine Heimat seit 1938, seitdem ich von hier vertrieben wurde und noch mit Glück in Palästina ankommen konnte, ist in Israel. Sie haben ja jetzt wieder einen österreichischen Pass, ja. Seit einigen Jahren. In diesem Pass steht ja nicht zuerst Republik Österreich, sondern auch in Ihrem Pass steht zuerst Europäische Union. Fühlen Sie sich manchmal auch als Europäer oder als Bürger dieser Europäischen Union? Ja, Europäer, das habe ich ja schon vorher gesagt. Für uns Israelis, die umzingelt sind, sind wir in vielen Hinsichten mit Europa verbunden. Ja. Angefangen mit dem allmöglichen Sport-Dings. Ja, ja. Und auch der Wirtschaft. Also für uns ist Europa irgendwie ein Teil, weil eben der muslimische Asien, ja, ja, von dem wir umzingelt sind, uns nicht ermöglicht, dort eine Heimat zu finden, in diesem Sinn. Wie schätzen Sie diese Europäische Union, die Friedenspolitik, Friedenssicherung, dafür ein Symbol ist für Wirtschaft, natürlich auch steht? Momentan redet man groß von der Krise, Europa ist in der Krise. Wie schätzen Sie dieses Europa heute ein? Ja, ich fürchte, dass auch im heutigen Europa ein gefährlicher Rechtsruck besteht. Wir haben darüber schon vorher gesprochen und das darf man nicht vergessen und nicht kleinsprechen. Ja, ja. Und das ist diese Verbindung zwischen Sprache und wie heißen die in Deutschland? Le Pen, also die AfD. 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 Alternative für Deutschland. Und die Le Pen, ja, gibt, das macht, bereitet große Sorgen. Ja. Mhm. Denn Europa sollte ja so ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Als Zusammenschluss. Das ist die Hoffnung. Also ja. Davon ein sind vereintes wir Europa, ja, das auch sehr viel erreichen könnte und erreichen würde. Das kann ich nur unterstreichen. Könnte und würde, wenn es wollte. Woran liegt es, dass es nicht gelingt? Na, aber der Willen, der hängt dann von den politischen Parteien ab. Und wir werden sehen, wir haben ja hier einen Regierungswechsel gehabt. Ja. Große Frage, wie jetzt Christian Kern die Politik gestalten wird. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Blick von Israel auf Europa ansieht, ich habe hier eine Frage, hat man je daran gedacht, den Staat Israel in die EU aufzunehmen? Das ist eine gute Frage. Oder ja. Hier ist dann doch angeknüpft, bitte. Wäre die USA dagegen? Fragezeichen. Die USA? Ja, also wenn also Israel... Die USA wäre sicher nicht dagegen, aber... Aber hat man daran gedacht? Wir haben schon, ich habe das vorher, glaube ich, schon erwähnt, schon in den 50er, Anfang 60er Jahren große Anstrengungen gemacht, um eben der europäischen Wirtschaftsstruktur
Vereinigung anzugehören. Und eben auch Abkommen mit denen zu haben. Das haben wir schon in den 60er Jahren versucht und das war auch ganz wichtig. Also das kleine Israel hat eigentlich immer das Europa, von dem wir vertrieben wurden eigentlich, im Blick gehabt und hat es auch bis heute. Und die Luftlinie nach Europa von Israel gesehen ist ja auch nicht so weit, wenn ich jetzt nach Zypern denke. Zypern überhaupt, dann ist in 3 Stunden mit Flugzeug von Wien in Tel Aviv und umgekehrt. Ja. Und interessanterweise, die Strecke Wien-Tel Aviv gehört zu einer der besten, also besetzten Flugstrecken, weil so viele Leute auch herkommen und nach Europa fliegen. Ja. Es gibt jedes Jahr, ich übertreibe nicht, Hunderttausende Israelis, die nach Europa fliegen und geschäftlich oder ihren Urlaub hier machen. Also, wenn die da über Tel Aviv landen und wenn sie da diese riesigen Hochhäuser sehen, das ist unglaublich. In noch ein paar Jahren wird Tel Aviv so ähnlich ausschauen wie, also sicherlich, wie große Metropole. Hochhäuser hier in Wien. Ja, ja. Die Kommunikation zwischen dem politischen Israel heute und Europa oder der Europäischen Union ist ja nicht immer so ganz konfliktfrei. Also wenn ich daran denke, Premierminister Netanyahu hat ja letztes Jahr eigentlich ganz groß gewettert gegen Europa und hat gesagt, Europa ist für uns kein Vermittler mehr oder kein im Friedensprozess. Ja, Herr Netanyahu begeht sehr viele Fehler und das war auch einer. Nicht zu vergessen, dass er ja über den Kopf von Präsident Obama den Senat und den Kongress angesprochen hat, gegen das Abkommen mit dem Iran zum Beispiel, ja. Mit dem man ja auch pragmatisch umgehen soll. Welche sehen Sie im politischen Europa, in den politischen Institutionen der Europäischen Union eine Hilfe oder eine Unterstützung, was den Friedensprozess anlangt? Nicht genug. Nicht genug. Nicht genug. Es gab der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, hat jahrelang sein Büro in Jerusalem gehabt als Vermittler. Und leider gibt es so viele Vermittler und Pläne und die meisten sind, muss ich betonen, an der Hartnäckigkeit der verschiedenen israelischen Regierungen gescheitert. Also Sie es gibt nicht genug wahren Willen zum friedlichen Ausgleich. Also Sie sehen, für die Wurzeln des Konflikts selbstkritisch oder kritisch mehr bei der israelischen Regierung als bei den Palästinensern, der Hamas. Hamas ist wieder eine eigene Geschichte. Eine Geschichte, die sind ja sehr stark im Gazastreifen. Ja. Aber zweifellos ist die fortgesetzte Siedlungspolitik im Westjordanland und der verschiedenen Regierungen, besonders von der Regierung des Herrn Netanyahu, sicher ein großes Hindernis. Es gibt keinen genug starken Friedenswillen.
Wer hat in Israel eigentlich das Zepter in der Hand? Ist es in erster Linie der Premierminister oder der Präsident? Nein, der Premierminister. Ja. Der Präsident ist wichtig, aber... Welche Rolle hat der Präsident Rivlin? Ist das ähnlich wie bei uns mit dem Bundespräsidenten? Ähnlich, ja? Ähnlich wie bei euch. Ich würde sagen, noch ein bisschen weniger noch als bei euch. Ja. Ja. Also es gibt nächste Woche zwei wichtige Tage in Brüssel. Nämlich, es wird der israelische Präsident, also leider nicht der Premierminister, sondern der Präsident Rivlin, ja, wird nach Brüssel reisen und wird vor dem Europäischen Parlament sprechen. Ja. Und das Spannende daran, nicht am selben Tag, Sie werden sich wahrscheinlich auch nicht in Brüssel begegnen, aber Mahmoud Abbas wird am nächsten Tag auch im Europäischen Parlament sprechen. Das ist sehr positiv. Ja. Was würden Sie denn, es wird wahrscheinlich auch Treffen mit dem Kommissionspräsidenten geben, was würden Sie denn den europäischen Politikern sagen, was sie den beiden Herren ins Gewissen reden sollen? Auf jeden Fall sie zu Dialog ermuntern und zu einem friedlichen Kompromiss vorzuschlagen. Ja. Kann Europa einen besonderen Druck ausüben? Ja, Europa könnte viel aktiver sein, als es heute ist. Wie könnte es aussehen? Weil Israels Wirtschaft und alles drei Viertel an Europa abhängig ist. Israel ist ja nicht eine selbstständige kleine Insel, ja. Und wie gesagt, Europa könnte und sollte auch meiner Meinung eine festere und stärkere Meinung zum Ausdruck bringen. Ja, aber die Katze beißt sich in den Schwanz, nicht? Das Beispiel, das ich vorher genannt habe mit Premierminister Netanyahu, wie es um die Kennzeichnungspflicht, die die EU verordnet hat, für Obst und Gemüse aus den besetzten Gebieten. Genau, hat ja Netanyahu einen großen Aufstand gemacht und die Tür eigentlich zu Europa zugemacht, politisch gesehen. Ja, aber nicht, wie gesagt, Netanyahu begeht viele Fehler und interessanterweise unser Präsident Rivlin, der mal im rechten Lager war, hat sich in den Jahren, seitdem er Präsident ist, als guter, positiver Staatsmann bewiesen. Und ich finde, dass, wenn sich auch die beiden treffen könnten, das wäre ein sehr wichtiges, positives Zeichen. Netanyahu wäre nicht Präsident, wenn die Israelis die Bevölkerung ihn nicht gewählt hätten. Er ist nicht Präsident, er ist Premierminister. Entschuldigung, Premierminister. Das ist ein großer Unterschied. Aber gewählt vom Volk. Nicht direkt. Die Partei. Es sind die Parteien und er hat ja bis vor kurzem eine ganz, ganz knappe Mehrheit von 61 von über 120 Mitgliedern der Knesset, unseres Parlaments, und hat jetzt vor zwei Wochen einen Verteidigungsminister ernannt, der Lieberman, der berüchtigt ist mit seinen extremen politischen Einstellungen. Das hat natürlich die israelische Regierung nicht beliebter gemacht. Im Gegenteil, das war ein Schritt, der auch in Israel selbst sehr kritisiert wird. Aber jetzt hat er ein bisschen Ruhe, denn anstelle von 61 hat er 66 Mehrheit. Ja. Das ist keine Frage, sondern
eigentlich ein Kompliment an Sie. Herr Rath, ich möchte es trotzdem vorlesen. Herr Rath, ich bewundere Sie. Für mich sind Sie ein großer Kämpfer für die friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern. Ihre Stimme ist sehr wichtig, in Großbuchstaben. Dankeschön. Leider nicht wichtig genug. Eine andere Frage. Inwieweit, glauben Sie, hat Fremdenhass mit Selbsthass und Selbstentfremdung zu tun? Das ist eine sehr komplizierte Frage, die man eigentlich an Psychoanalytiker wenden sollte. Fremdenhass hat immer irgendwie mit einer persönlichen, meiner Meinung, mit einer persönlichen Unzufriedenheit des eigenen Lebens zu tun. Und das ist etwas sehr Kompliziertes, glaube ich, denn Hass als solcher ist ja eine Eigenschaft, die ein gutgesinnter Mensch nicht haben sollte, ja. Und wenn sich da der Hass irgendwie hineinschleicht, sollte man alles tun, um irgendwie diesen Hass loszuwerden. Ja. Eine andere Frage, noch einmal zurück zur Gewalt und dem Rechtsruck. Ist Gewalt gegen Rechts legitim, sinnvoll oder vielleicht sogar vernünftig? Also wir haben vorher eben von den angesprochen, die Demonstrationen, da sind die Rechten, die auf die Straße gehen, aber auch die Linken in radikaler Weise und dann Gewalt einsetzen. Ist das legitim? Ja, ich glaube, dass man, wenn man von seinem Recht überzeugt ist, ja, auch nicht unbedingt mit Gewalt, aber auch auf Gegendemonstrationen eben gehen soll und nicht die Straße den Rechtsradikalen freizulassen. Ja, auf die Straße gehen, um ein Zeichen zu setzen, schon, aber dann auch Gewalt einzusetzen. Wie oft kommt Ihnen vor, dass die Nichtrechten Gewalt benutzen? Ich glaube nicht oft. Eher selten, aber es fokussiert sich dann auf einige wenige und das ist immer die Dramatik. Das steht dann in der Zeitung, das wird in den Medien kommuniziert und in einem Topf mit denen, die es gut meinen, geworfen. Ja, na gut. Wir wissen auch, dass der Präsidentkandidat der Freiheitlichen nicht so lange her, dass er der aktiv war in der Burschenschaft, ja. Und ist ganz im ganz rechten Lager seiner eigenen Partei nicht zu vergessen. Der Wolf ist im Schafpelz? Ich glaube nicht, dass er überhaupt einen Schafpelz hat. Der Hofer. Auch wenn er manchmal lächelt. Ja, aber viele Menschen scheinen das doch eben nicht zu durchschauen, sonst würden sie ihn nicht wählen. Ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie das jetzt ausgehen wird mit dem Verfassungsgericht.
die Wahl wird ja noch, ist noch nicht endgültig. Sie könnte noch wiederholt werden müssen. Ja. Was ich nicht hoffe, aber es könnte vorkommen, ja, leider. Herr Rath, wenn jetzt eben nächste Woche nicht der israelische Präsident und der, man darf ja eigentlich offiziell nicht Präsident der Palästinenser sagen. Doch, denn, ist, ja, nur in Europa spießt sich das, weil viele Länder in Europa ja Palästina noch nicht anerkannt haben. Ja, aber wir. Das ist immer eine diplomatische Formulierung. Mahmoud Abbas ist der Präsident der Palästinenser, ja. Ja. Aber jetzt würden, abgesehen von den beiden, Sie in das Europäische Parlament eingeladen werden und müssen dort eine Rede halten. Was würden Sie sagen den Europäern? Ich? Ja, was wäre Ihre Botschaft an Europa, an die Politiker, an die Menschen? Mahnend oder positiv aus Ihren, ja, positiv, aus Ihrer Lebenserfahrung? Ich würde sagen, dass Europa sich viel mehr für den friedlichen Ausgleich zwischen Israel und Palästinensern einsetzen soll. Mhm. Denn das ist, was beide Völker brauchen, und so bald wie möglich. Mhm. Und je länger wir das verschieben, desto gefährlicher, dadurch gefährden wir auch unsere Zukunft. Und was wäre Ihre Botschaft an die Europäer für die Zukunft Europas? Sie können nicht einen Propheten von mir machen. Sie kommen aus Israel, da kommen die Propheten her. Das vereinte Europa zu verwirklichen und nicht nur als Gerede, sondern dass man wirklich die Vereinigten Staaten Europas in die Tat umsetzen kann und soll. Es ist möglich. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, sagte schon Herzl, als er den Zionismus gegründet hat. Man braucht nur den guten Willen und den Glauben an eine bessere Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Herr Rath, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auch diesen Wunsch, der hoffentlich irgendwann in Erfüllung gehen wird.